Liebe Zuschauer, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Sondersendung We Love Europe. Tolle Kooperation zwischen Sonnenklar TV und der WeEconomy AG. Und wir wollen auch heute wieder über Themen sprechen wie innovatives Mobile Payment, Banking Service, Cashback und Digitalisierung. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere wird sich an den Mann, der neben mir steht, bestens erinnern, denn wir hatten schon mal eine tolle Sendung und Tilman Meuser ist heute natürlich auch wieder mit dabei. Ja, und ich freue mich total, dass der kongeniale Jan, mein Hauptmoderator, der Anchorman hier vom Sender ist. Es sind 4 Monate vergangen, es war der 8. Juni, als wir hier die Premiere hatten mit We Love Graz. Wir haben über Mobile Payment Cashback gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass Corona richtig zuschlägt. Jetzt sind 4 Monate vergangen. Die Pandemie schlägt immer noch ein im stationären Einzelhandel, in der Gastronomie und in der Hotellerie. Wir werden später darauf eingehen, vor allem auf die Chancen. Aber zunächst, es ist viel passiert, auch bei We. Wir haben hier Cengiz Elis, den Founder von We. Herr Elis, was gibt's Neues bei We? Ja, natürlich die Pandemie, die Corona-Pandemie, wie schlimm sie ist, auch hat uns geholfen, dass quasi auch der Einzelhandel digitalisiert, das war eines der Turbos, die in den letzten Wochen, Monaten auf uns zugekommen ist. Und wie gesagt, seit einem Jahr arbeiten wir an einem Projekt, quasi die E-Money-Lizenz, das E-Geld-Institut zu integrieren. Das haben wir jetzt vollzogen und wir sind ganz glücklich, dass wir jetzt WePay anbieten können, in 121 Ländern bargeldloses Zahlen. Und es gibt, glaube ich, eine App, die gerade in Produktion ist. Genau, die ist dringend gebraucht auf dem Markt. Wir wissen durch die Pandemie, dass die Infektionsketten-Nachverfolgung durch persönliche manuelle Integration von Daten quasi momentan problematisch erscheinen. Und wir haben das gleich integriert, quasi durch einen KYC-Prozess, eine personifizierte App quasi, wo der Person, der in die Gaststätte geht, ins Restaurant geht, ins Hotel geht, quasi mit einem QR-Code, wenn er es will natürlich, automatisiert die Daten weitergibt und sie sind zu 100% auch korrekt. Herzlichen Dank. Das hört sich spannend an. Wir werden natürlich noch im Laufe der Sendung mehr darüber erfahren, was zum Beispiel auch Tourismusbetriebe vom bargeldlosen Bezahlen hat, wie man sich auch dafür motivieren kann, mit WePay zu arbeiten. Da werden wir gleich drüber sprechen. Wir werden auch noch in die Welt hinausschalten und jetzt vorab ins Hotel Rilano hier in München. Denn da treffen sich die Top-Verkäufer und externe Betriebe von We und Egon Kuonen. Der ist uns zugeschaltet, der ist auch nicht alleine. Es sieht nach richtig guter Laune aus im Rilano Hotel. Ich hoffe, es liegt nicht nur an der Bar, Herr Kuonen. Auf was dürfen wir uns denn gleich freuen? Viele Grüße zu Ihnen. Ja, hallo. Ein herzliches Grüß Gott hier aus dem Rilano. Die 5 Protagonisten stehen schon hier und ich darf gleich mal das Wort an den Herrn Egon Kuonen weitergeben. Was gibt es denn Neues in der Schweiz, in der Romandie? Ja, hallo, wir alle hier sind verantwortlich für den Marktaufbau von We in unterschiedlichen und wunderschönen Regionen in ganz Europa. Hinter mir sind die Verantwortlichen aus der Lausitz, aber auch aus der Slowakei und Slowenien. Und mit der ersten Live-Schaltung gehen wir ja dann auch ins Allgäu. Wie man sicher festgestellt hat, ich selber komme aus der Schweiz, aus der Westschweiz, der sogenannten Romandie, die geht von Genf bis nach Bern, bis ins Emmental mit dem Wallis im Kern. Und wir haben dann später noch einen Gast aus unserer Region, es ist eine Sie, da dürfen Sie sich drauf freuen. Ja, vielen Dank, Egon Kuonen, ich gebe zurück ins Studio. So, und wir machen gleich weiter mit News. Wir sind hier im Studio in München. Wir haben zum Thema München, zum Thema Markterschließung München, glaube ich, einen kleinen Turbo. Das ist eine News, hat was mit Eishockey zu tun. Um was geht es, Herr Elis, was das Thema News und Eishockey für München angeht? Ja, es ist tatsächlich eine News. Wir haben zwar den Vertrag schon seit ein paar Monaten abgeschlossen. Ja, ein paar Wochen. Okay, auf jeden Fall bin ich sehr stolz, dass man mit Red Bull München Eishockey mit dem besten Eishockey-Verein in Deutschland eine Kooperation getroffen hat als Businesspartner. Wir sind ja schon seit 2 Jahren mit dabei, haben jetzt verlängert 2 weitere Jahre und freuen uns natürlich, dass wir hier gemeinsam die nächsten Steps durchgehen im Stadion, die Merchandising-Shops digitalisieren, quasi unser WePay, unser Cashback-System anbieten können und die Vorteile. Ja, 3 Fragen und zwar ganz kurz. Erstens, was kostet es? Zweitens, was bringt es? Und drittens, ich bin verwundert, Sie sind doch eigentlich Tölzer Löwen-Fan. Richtig, dann fangen wir mal hinten an.
Ich bin gebürtiger Tölzer und natürlich Eishockey-Fan von den Löwen Tölz. Wir sind auch Hauptsponsor. Die Wie Arena ist ja schon Bestand unseres Konzeptes. Und da ist das Wie Arena-Konzept geboren. Quasi das erste offene Stadionsystem der Welt. Und wir starten jetzt in Tölz durch. Wenn wir wissen, wann wir spielen dürfen in Tölz, ist noch nicht ganz klar. Anvisiert ist der 6. November, wo wir quasi dann die gesamte Stadion komplett digitalisieren und bargeldlos anbieten. Und es ist davon auszugehen, dass, ohne dass wir es thematisieren, natürlich in München die Neuentwicklung im Olympiapark mit uns was zu tun hat. Da wollen wir jetzt nicht im Detail drüber sprechen. Da wird ja was Neues gebaut. Ich gehe mal davon aus, dass Wie motiviert ist, da entsprechend mit dabei zu sein. Genau, wir haben natürlich Ziele und Träume, die wir realisieren werden. Und eines davon ist, das Olympiagelände zu digitalisieren, mit Wie zu infizieren, mit dem positiven Virus. Und natürlich gemeinsam in die SAP Garden Arena, die sensationell sein wird, ein gigantisches ein Stadion mit 11.500 Zuschauern Kapazität, wo wir natürlich als Ziel haben, das ist das Ziel, das komplett zu digitalisieren. Da wollen wir hingehen und da wollen wir unsere Ziele umsetzen. Okay, dann machen wir jetzt gleich weiter. Wir haben über das Thema WLAF München gesprochen, schon über WLAF Graz. Wir sprechen jetzt über WLAF Europe und wir sehen, dass es aktuell 30 oder circa 30 Regionen in Europa gibt, die gerade erschlossen werden. Und eine Region, die natürlich auch WLAF vor dem Namen hat, ist das Allgäu, nicht weit entfernt hier von München. Und wir versuchen jetzt direkt mal über Skype ins Allgäu zu schalten. Und wir müssten dort eigentlich den Area Manager Walter Gögeler am Bildschirm haben. Ja, wir sehen ihn, Walter Gögeler und Gisa Heckel. Walter Gögeler, kurze Frage. Wie sieht's aus? Was macht das Business im Allgäu? Ja, erstmal ein herzliches Servus aus dem Allgäu. Ja, wir können uns nicht beklagen, obwohl uns Corona und der Lockdown doch etwas zurückgeworfen hat. Aber unser Ziel ist es, ca. 3.500 kleine und mittelständische Betriebe zu gewinnen und mit WLAF Allgäu zu unterstützen. Und dabei spielt auch vor allem der Tourismus in der Region, Hotellerie und Gastronomie eine große Rolle. Also es sieht wunderschön aus, zwischen euch hängt ein Geweih. Wir sind also im Bayerischen Hof, Bayerischer Hof, mitten in Kempten im Zentrum vom Allgäu. Und Lisa Heckel ist die Tochter des Inhabers, sie ist verantwortlich für Marketing. Frau Heckel, kurze Frage, Sie sind bekannt dafür, dass Sie in Sachen Gastronomie, also was Spezialitäten angeht, und Hotellerie, also in Outperformer sind. Was konkret macht das Leistungsspektrum vom Bayerischen Hof aus? Wir sind ein familiengeführtes 4-Sterne-Boutique-Hotel in Kempten, legen größten Wert auf unsere stylischen gestalteten Hotelzimmer, ein gemütliches Ambiente im ganzen Haus, und am Gast legen wir besonderes Augenmerk auf unsere Herzlichkeit und unsere Servicequalität. In der Küche ist uns wichtig, dass alles regional ist, unsere Lieferanten, die Speisen und dass jede Speise frisch zubereitet wird. Und dieses Thema jetzt Beschränkungen durch Corona, wie gehen Sie damit um? Wir müssen natürlich jeden Tag uns den neuen Gegebenheiten anpassen. Wir bleiben flexibel. Beispielsweise im Hotel stellen wir jetzt zusätzlich zum normalen Check-in auf einen Smart-Check-in um, der kontaktlos ist, um die Gäste einfach auseinanderzuzerren und das Ganze ein bisschen sicherer zu machen für unsere Gäste. Jetzt haben Sie sich für Wie als Mobile Payment und Cashback entschieden. Warum? Was bringt Wie für Sie? Die App bietet uns einfach einen großen Mehrwert, dadurch, dass wir durch Wie eine hohe Sichtbarkeit in Kempten und im ganzen Allgäu generieren können. Genau. Dann sage ich schon mal mit Zwischenfazit herzlichen Dank ins wunderschöne Allgäu, auch wenn wir von der Landschaft nicht so viel gesehen haben. Aber wir haben einen herausragenden Hotellerie- und Gastronomiebetrieb gesehen. Wir sehen, dass die Markterschließung vermeintlich sehr gut vonstatten geht. Und ich gebe weiter an Jan, den kongenialen Moderator. Vielen Dank. Ich grüße das Allgäu auch ganz herzlich. Ich freue mich schon. Ich mache immer Herbstferien im Allgäu. In 2 Wochen ist es wieder soweit. Und vielen Dank auch an Walter Gögeler, den Area Manager von Wie. Bleiben wir im Studio, vertiefen noch ein bisschen die Frage, warum ist Wie eigentlich so attraktiv? Haben unseren schnellen Wechsel vollzogen hier im Studio. Ich darf ganz herzlich Peter Grünwald begrüßen, Verwaltungsrat der MPM Group und unabhängiger Vertriebspartner. Der eine oder andere kann sich garantiert noch an Sie erinnern. Ich zum Beispiel aus der Sendung aus Graz. Ja. Herr Grünwald, welche Rolle haben Sie bei Wie? Ja, also in Graz war ich dabei, weil Graz meine
ja, die Stadt ist, in der ich lebe, mit meiner Familie lebe. Und wir auch Graz, wie Love Graz das Thema haben, logischerweise. Meine Aufgabe in diesem gesamten Unternehmen ist zum einen als Vorstand der MPM Group, sind wir verantwortlich für den Aufbau der Regionen, für die Umsetzung der Digitalisierungsmaßnahmen in den Regionen. Und für die Wie bin ich beratend tätig im Bereich IT, da habe ich Erfahrung mitgebracht, ja, und die bringe ich hier mit rein in das Wie-Unternehmen. Jetzt haben wir schon viel über Wie gehört, jetzt gibt es aber eine weitergehende News, und zwar ganz banal die Frage, was ist denn WePay? Ja, WePay, einfach kurz gesagt, WePay ist Mobile Payment. Mobile Payment, ja, wie soll ich sagen, per excellence. Wir haben das Thema aufgenommen, Mobile Payment, weil es ein gigantischer Markt ist. Milliarden, Billionen von Euros, Dollars werden weltweit digital umgesetzt. Und es ist einfach die Weiterentwicklung. Das Payment hat irgendwann mal angefangen mit Münzen, wo man das Tauschhandel ersetzt hat durch Münzen. Dann wurden Geldscheine erfunden, das war in China. Und wenn man diesen Slide sieht oder gesehen hat, es waren 3000 Jahre, bis aus Münzen Geldscheine wurden. Ja, dann waren es weitere 1000 Jahre, wo dann die Kreditkarten kamen. Und jetzt haben wir innerhalb von 40, 50 Jahren den Wechsel auf Mobile Payment. Und das ist halt ein gigantischer Markt. Jetzt haben wir Apple Pay, wir haben Google Pay, wir haben WePay. Mhm. Was ist die Ausrichtung für die Zukunft, beziehungsweise ist Wie das Payment der Zukunft? In unseren Augen ja, es ist das Payment der Zukunft, weil wir bestimmte grundlegende Sachen umgesetzt haben. Wir sind mit den WeLove-Regionen, mit der Umsetzung der Digitalisierung in den Regionen auch dabei, dem Einzelhandel das zu geben, was der Onlinehandel als Vorteil in der Vergangenheit schon hatte, dass dieses eben auch der Einzelhandel bekommt in den Regionen. Aber Herr Grünwald, ich freue mich, denn Sie haben auch für unsere Zuschauer, die ja hier gewohnt sind, auch mit besten Reisen zu verwöhnt zu werden, noch eine richtig gute Nachricht mitgebracht. Ja, also das auch da nochmal danke an Sonnenklar TV, dass wir im Rahmen unserer Partnerschaft diese Aktion jetzt starten können. Diese Aktion startet, ich glaube, ab sofort. Ja. Auf Sonnenklar TV, und diese Aktion heißt Wie50. Das bedeutet, jeder, der zukünftig oder jetzt in den nächsten Wochen, Monaten bei Sonnenklar TV eine Urlaubsreise bucht und den Gutscheincode Wie50 mit eingibt in die Buchung, der erhält 50 Euro zurück bei Antritt der Urlaubsreise. Ich glaube, so war es ausgemacht. Ne? Geht ganz einfach, auf die Seite Sonnenklar TV gehen, Reise aussuchen, Reise buchen und dann den Gutscheincode WIE50 eingeben. Und bei Antritt deiner Reise erhält der Kunde, der gebucht hat, 50 Euro zurück auf sein Bankkonto. Das ist eine herausragende Nachricht, mit Sicherheit auch für unser Sonnenklar TV Außenstudio im Hotel Rilano in München, wo wir jetzt wieder hinschalten. Und wo wir hoffentlich Frank Pawlak sehen, einen der leitenden und führenden Vertriebsmitarbeiter von MPM, verantwortlich für die Erschließung unterschiedlichster Regionen in Ostdeutschland. Hallo und herzlich willkommen, Herr Pawlak. Ganz gleich, ja. Klappt die Schaltung in das... Ah, Herr Pawlak, wir sehen ihn. Herr Pawlak, die Schaltung klappt und Herr Pawlak steht bereit. Warum ja, ist ein wunderschönes von Herrn Hallo Pawlak, an alle Zuschauer. WePay, ich bin verantwortlich für den Vertriebsaufbau in Ostdeutschland und freue mich heute hier live dabei zu sein. Ja, warum ist aus meiner Sicht WePay die Zukunft? Ich sehe es mal aus zweierlei Hinsicht. Einmal als Unternehmer, weil dort ist es so, jeder Unternehmer akzeptiert viele verschiedene Bezahlsysteme und hat jedes Mal Transaktionsgebühren zu bezahlen, wenn der Kunde damit bezahlt. Aber ansonsten habe ich halt keinen Nutzen davon. Mit WePay habe ich den großen Vorteil, ich habe keine Transaktionsgebühren mehr in Zukunft und ich verdiene damit noch Geld. Als Kunde habe ich den Vorteil, ich habe mit WePay ein digitales Wallet oder digitales Portemonnaie, was ich einfach nutzen kann, indem ich mir kostenfrei die Wie-App herunterlade und dann sofort ist die einsatzbereit. Und ich kann in über 121 Länder Geld transferieren. Dann erfüllt auch WePay die höchste Sicherheit durch ein individuelles QR-Code-Verfahren. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Transaktion durchführen will, wird ein QR-Code erzeugt, der anschließend wieder verfällt.
Und das Ganze unabhängig von den herkömmlichen Bankennetzen und das Ganze, wie gesagt, weltweit. Also da drin sehe ich halt den großen Nutzen. Und auch ich als Kunde habe den Vorteil, ich freue mich auch auf die Zukunft, wenn ich dann einfach beim Parken kein Kleingeld mehr suchen muss, einfach meine App da dran halten kann und ich kann dann parken oder dann halt auch im öffentlichen Nahverkehr. Oder zum Beispiel, wenn ich an eine Raststätte ranfahre und mein Geschäft machen will, dann geht jedes Mal die Kleingeldsuche los. In Zukunft brauche ich nur noch mein Smartphone rausholen. Ja, vielen Dank, Frank Pawlak. Und ich gebe zurück ins Studio. So, hallo, herzlichen Dank, Frank Pawlak. Und ich glaube, wir schalten direkt in die Lausitz, und zwar nach Kleinpawitz. Und haben hier die Geschwister Ittmann, Andreas und Anja Ittmann, die hier für Tourismus in der Lausitz stehen. Hallo, Andreas und Anja Ittmann. Hallo, Glück auf und Ahoi hier aus der Lausitz. Ja, Glück auf zurück und Servus. Sie sind mit Ihren Geschäften beidseitig Partner von Wie. Was bringt es Ihnen? Ja, also wir bringen einen absoluten Mehrwert. Wir können unser Business digital präsentieren und natürlich dadurch auch ganz viele neue Kunden gewinnen. Das ist so ein absoluter Mehrwert. Und natürlich, unsere Kunden können mit der Wie-App bei uns bezahlen. Und da können wir natürlich wahnsinnig Kosten sparen gegenüber den anderen Systemen, die aktuell auf dem Markt sind, wie die Kreditkarte oder die Girocard. Jetzt sehen wir hier im Hintergrund, glaube ich, ein Quad. Ich glaube, das ist der Favorit von Andreas, vom Bruder Andreas Ittmann. Was hat es mit den Quads auf sich und dem Tourismus? Ja, also ich bin Quad-Anbieter in der Lausitz. Ich übe das seit über 15 Jahren aus. Und in der Corona-Krise ist es auch schwer geworden. Also das Geschäft im ersten Halbjahr ist zum Erliegen eigentlich gekommen. Und aber ab den Sommerferien, ab Mitte Juni, geht es jetzt wieder bergauf mit dem Tourismus in der Lausitz. Dann die Frage an Anja. Also wir beide waren, er war glaube ich schon in der Lausitz. Ich war leider noch nicht in der Lausitz. Außer den Lausitzer Füchsen und Cottbus sagt mir die Lausitz relativ wenig. Anja Ittmann, was sind denn so die touristischen Attraktionen in der Lausitz? Was ist das Magnet touristisch, was uns Wessis oder aus Österreich oder aus der Schweiz in die Lausitz ziehen sollte? Ja, also die Lausitz ist von der Landschaft sehr, sehr groß, geht sozusagen unter Berlin los und hört unten in Zittau an der tschechischen Grenze auf und wird eigentlich durch drei Parts geteilt. Oben der Spreewald, dann natürlich unsere Region, wo wir hier ganz aktiv sind, das Lausitzer Seenland. Da ist das große Besuchermagnet, das Besucherbergwerk F60. Was man besuchen kann, was auch Wie-Partner ist. Und natürlich dann oben unten die Oberlausitz mit den Bergen. Also wir fangen oben mit dem Wasser an und dann unten mit den Bergen auf. Sozusagen Deutschland einmal im Mini-Format, das findet man in der Lausitz alles an einem Fleck. Letzte Frage, ihr beide seid Area Manager von Wie in der Lausitz. Wie läuft die Markterschließung, also die Einbindung des Einzelhandels, der Hotels, der Gastronomie in die technologische Infrastruktur von Wie? Wie seid ihr am Schaffen, am Machen? Ja, also Corona hat auch das natürlich ein bisschen im Frühjahr gebremst. Jetzt geht es natürlich aber wieder vorwärts. Die Lausitz ist ja auch eine Region im Wandel und dahingehend passt Wie die Faust aufs Auge zur Lausitz. Und wir werden mittelfristig 2500 kleine und mittelständische Unternehmen ins Wie-System einbringen. Und wir freuen uns dann natürlich auch ganz sehr, hier stark mit dem Tourismus zusammenarbeiten. Also dass natürlich auch viele Gäste von nah und fern natürlich mit der Wie-App in die Lausitz kommen und auch das hier nutzen können. Und auch unsere Einheimischen natürlich vielleicht das schöne Allgäu fahren können und auch dort die Wie-App nutzen können. Also wir sind ganz positiv gestimmt. Das wird eine ganz tolle Sache. Und was natürlich auch jetzt gerade aktuell in Arbeit ist, die Wie Eis Arena in Weißwasser, die digitalisieren wir ja auch. Und dann kann jeder Füchse-Fan auch mit der Wie in der Wie Eis Arena seine Bockwurst bezahlen. Herzlichen Dank in die Lausitz. Wir sind richtig heiß und werden das nächste Mal vielleicht eine weitergehende Außenstellung machen. Und wir schalten jetzt direkt in die Schweizer Romandie. Vorab aber, glaube ich, noch mal
schalte ich hier rüber zu Jan. Genau, wir schalten nochmal ins Hotel Rilano, wo sich der Vertrieb ja heute trifft, bevor wir dann 2000 Kilometer weiter in die Westschweiz gehen und dort auch ganz spannende Gäste noch haben. Aber wir haben Herrn Kuhn nochmal und ich frage nochmal, wie geht es denn wie aktuell in der Romandie? Viele Grüße ins Rilano. Wie geht es denn wie aktuell in der Romandie? Ja, danke. Der Wie geht es hervorragend. Hier auch. Es sind lauter nette Leute. Gratulation an die Sendung. Ich finde das absolut fantastisch. Da müssen wir Schweizer die Hosenträger stramm ziehen, damit wir das jetzt toppen können. In der Romandie ist es so, da haben wir das Ziel, aus jetzt ein paar hundert lokalen Händlern über 1000, mehrere 1000 Wie-Partner aufzubauen. Und da sind wir eigentlich auf einem sehr guten Weg. Wir haben jetzt schon zig Händler, die das WePay-Zahlungssystem bei sich erfolgreich einsetzen. Und wir haben natürlich den Leuchtturm für unser Projekt. Das ist der FC Sion, beziehungsweise das Stadion, das legendäre Stade Tourbillon. Dort in der Hauptstadt des Kantons Wallis werden wir mit Wie das Stadion digitalisieren. Nach dem Motto «Teilen, um gemeinsam zu gewinnen», bieten wir einen Vorteil für alle Beteiligten. Wie hilft dem Verein, bietet dem Sponsor einen Mehrwert und den Fans A, einen schnelleren Service und B, ein Cashback als Dank für ihre Treue. Ja, vielen Dank an Egon Kohnen und ich gebe zurück ins Studio. Vielen Dank an Sie beiden und ich habe es ja versprochen, liebe Zuschauer, wir schalten jetzt von München in die Westschweiz und erwarten am Computer oder Laptop die Mignot Fromagerie in St. Georges. Jetzt wird der eine oder andere sagen, was, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir zu einem ganz, ganz tolles Delikatessengeschäft mit regionalen Käseangeboten, Wurstwaren und Gemüse. Ich habe jetzt schon wieder Hunger, ich war am Wochenende auch erst in der Schweiz und ich liebe die Schweizer Küche. Maggie Mignot, freue mich, Sie zu sehen und ich frage Sie als allererstes, wie geht es Ihnen und zweitens, was schätzen Sie so an Wie? Also danke, es geht mir sehr gut. Was ich an Wie schätze, ist eigentlich das bargeldlose Bezahlen, dem Cashback, dass man Cashback sammeln kann und der digitalen Sichtbarmachung ist sehr Innovation. Es ist wirklich was Einzigartiges. Das hört sich super an, ja, und wir lieben ja die Schweizer. Und wie setzen Sie Wie mittlerweile ein? Also ich habe seit 4 Jahren bin ich bei Wie dabei. Meine Kunden benutzen die Wie-App schon lange, sie bezahlen damit und ich freue mich jetzt auch darauf, dass wir jetzt endlich auch haben Wie-Pay. Und ich erwarte mir sehr viel Erfolg für das Konzept. Und ich sage ganz herzlichen Dank an Sie. Viele Grüße in die schöne Schweiz. Wenn ich das nächste Mal da bin, dann komme ich bei Ihnen auch definitiv vorbei und hole mir ein paar leckere Spezialitäten von Ihnen. Und bei uns geht es Schlag auf Schlag. Spannend. Es ist ein bisschen fast wie bei so einer Wahlsendung, dass wir in jedes Wahlstudio mal schalten. Wir schalten aber immer ins Hotel Rilano, liebe Zuschauer, wo sich der Vertrieb von Wie zusammensetzt. Und wir dürfen jetzt zwei spannende Frauen erleben, nämlich Valeria Onnig und Ika Schmidt. Und die eine... Und in der Mitte haben wir Mirko Schäffler, den Chef von MPM International. Er macht es ganz kurz. Ganz kurze Frage an Mirko Schäffler. Wie geht's uns? Wie fühlen Sie sich? Und wie ist zurzeit die Stimmung, was das Thema Markterschließung angeht? Ja, Mirko, wie geht's Ihnen? Wie ist die Stimmung, was die Markterschließung angeht? Ein kurzes Statement, bitte. Ja, also an der Stelle erstmal übrigens herzlichen Dank auch an den Sender für das tolle Format, dass wir die Möglichkeit haben, Wie Love Europe zu präsentieren. Und es geht natürlich hervorragend vorwärts. Jetzt läuft alles wieder an. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir auch viele Regionen in Zukunft haben werden, die sich freuen, in diesem Format präsentieren zu können, weil wir können perfekt sonnenklar mit Wie dem Tourismus verbinden. Und was die Zukunft bringt, wird, bin ich mir ganz sicher, gigantisch sein. Wir werden einen Teil von Wien natürlich auch unser Marktplatz sichern. Und ich bin jetzt aber ganz gespannt, was die zwei hübschen Damen, nämlich Iza und Valeria, aus ihren Regionen und Ländern präsentieren werden. Zurück ins Studio und ich sage schon mal vielen Dank für die Unterstützung. Wir müssen es leider jetzt ganz kurz machen. Wir geben an
die Slowakei an Valeria Ornik. Und ganz kurz die Frage, wie sieht es in Slowenien aus? Was macht wir und vor allem, was sind die touristischen Attraktionen für uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wenn wir interessiert sind am Thema Slowenien? Ja, wie schaut, liebe Valeria, wie schaut es denn in Slowenien aus? Wie ist die Lage in Slowenien, vor allem auch aus touristischer Sicht? Danke zuerst auf die Einladung. Die Slowenien ist sicher eine kleine Land, zum Beispiel vergleichbar mit Einwohnerzahl in einer Metropolregion München. Wir sind klein, aber wir haben ein sehr großes Herz. Das haben Sie sicher bemerkt im Sport. Slowenien gehören überall zu Besten. Wir haben herrliche Berge, Skigebiete, Seen und auch das Meer. Und wir haben viele touristische Highlights, die momentan zu wenig Leuten von westlichen Europa besuchen. Wie ist in Slowenien bis jetzt schon sehr viele Händler verbunden und unsere Geschäfte bemerken, dass wir ihnen beim Digitalisierung und beim Mobilpayment zusammen mit Cashback eine günstige Unterstützung gibt. Zum Beispiel auch in Slowenien sind Smartphones voll im Trend. Und deswegen ist eine Wii-Applikation für bargeldloses und günstiger Bezahlung sicher ein Trendsetter. Bis jetzt haben wir in Slowenien zum Beispiel 500 aktive Wii-Geschäfte schon, aber jetzt, wenn wir starten, eine Willow-Kampagne, zum Beispiel Willow Dolenska, Willow Gorenska, Willow Savinska und auch normal Willow Ljubljana, werden in sicher viel neue Händler, sicher viel neue Vereine, sicher viel neue Firmen verbunden in ganzes Wii-Marktplatz. Und darüber konnten sehr viele neue Hotels und sehr viele neue Restaurants. Unheimlich spannend, unheimlich interessant. Viele haben viel zu sagen. Letzte Frage, wo steht die Vision von Wii im nächsten Jahr? Ja, ganz einfach. Wir haben dieses Jahr 30 Regionen, Wii-Love-Regionen geplant. Die setzen wir auch um. Insgesamt sind 180.000 Kleinunternehmen, die wir in WePay in die Digitalisierung integrieren. Und wir gehen durch die Decke, so wird es gesagt. Wie sagt immer Beckenbauer, schauen wir mal. Ich sag, machen wir mal. Otto Rehhagel sagt, kontrolliert offensiv. Aber ich sag, machen wir mal. Und ich sag, Glück auf. Ja, hallo. Wir sind wieder zurück im Hotel Relano zu unserer We Love Europe Präsentation. Und jetzt darf ich Frau Itza Schmidt bitten, uns We als Projekt in der Slowakei vorzustellen. Ďakujem pekne za príležitosť predstaviť Košice, metropolu východného Slovenska. Vielen lieben Dank für diese Gelegenheit, Košice als Metropole der Ostslowakei präsentieren zu dürfen. Košice už boli európskym hlavným mestom kultúry. Už dvakrát uskutočnili majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a bežci tu už možno stýkrát pobežia maratón. Košice war die europäische Kulturhauptstadt. Schon zweimal konnte Košice als Gastgeber die Weltmeisterschaften in Eishockey veranstalten. Und schon zum 100. Mal durften die Marathonläufer ihren Lauf laufen. Odrazom bohatej histórie je táto nádherná gotická katedrála Dom svätej Alžbety. Diese wunderschöne gotische Kathedrale, der Dom der heiligen Elisabeth, spiegelt die reiche Geschichte wider. Hlavná ulica, lemovaná nádhernými palácovými domami, je domovom mnohých reštaurácií, kaviarní, hotelov a toto je vlastne promenáda Korzo v Košiciach. Die Hauptstraße mit ihren Bürgerhäusern, Palaishäusern, mit vielen Restaurants und Kaffeehäusern und Boutiques ist die Promenade der Stadt. Vašu pozornosť upriamím aj na Spišský hrad. Je zapísaný v zozname svetového kultúrneho dedičstva. UNESCO. Jetzt möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die ins Weltkulturerbe UNESCO eingetragene Zipsenburg richten. No a iba naskok od tohto hradu sa pyšne vynímajú štíty vysokých Tatier, plesá. Nur einen kleinen Katzensprung davon, von der Burg gibt es wunderschöne Gipfel der Hohen Tatra mit den Bergseen. V kolibách nájdete vynikajúce jedlá, tak domácej, ako aj zahraničnej kuchyne a budú vám určite chutiť.
In den kleinen Holzhütten dürfen Sie die slowakischen sowie internationalen Speisen der leckeren Küche genießen. Žiaľ, aj náš región trpí teraz obmedzeniami. Zatvorené obchodíky, poloprázdne hotely, reštaurácie. Práve preto prinesieme aj týmto obchodníkom novú aplikáciu. Leider leidet unsere Region auch an vielen Einschränkungen. Das Ergebnis sind halbleere Hotels und Restaurants und viele Geschäfte müssen zumachen. Die Lösung kommt mit der WIEP. Budú v nej môcť prezentovať svoje produkty, takisto svoje služby a zároveň umožní táto aplikácia aj nový platobný systém, najbezpečnejší, najrýchlejší. Dank dieser App können unsere Unternehmer und Einzelhändler ihre Produkte und Dienstleistungen direkt in die Smartphones der Kunden bringen und das neueste und modernste Payment-System WePay können die Kunden auch verwenden. Takže v nasledujúcom pol roku sa 2000 obchodníkov môže nás tešiť a ja ďakujem za pozornosť. Also im nächsten Halbjahr können sich über 2000 Einzelhändler darauf freuen und ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank an Ica Schmidt für ihren Bericht aus der Slowakei und ich gebe zurück ins Studio. Kann man davon ausgehen, dass man vielleicht in einem Jahr überall mit Karte weltweit bezahlen kann oder mit der App? Es ist unser Ziel. Wir werden stufenweise vorgehen. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig mit den Prognosen, aber das Ziel wäre es, der Traum wäre es. Und ich denke mal, alles ist möglich in der heutigen Zeit. Ich finde es großartig. Und wo kann man sich über Wie informieren, wenn man jetzt zu Hause sitzt? Wir haben noch ein paar Sekunden. wee.com sowie wielaf-romandie.ch, wielaf-allgäu.de, wielaf-lausitz.de, etc., etc. Also da ist alles und einiges möglich, liebe Zuschauer. Ich fand es sehr spritzig, sehr wichtig, sehr informativ, diese halbe Stunde, die wir hier erlebt haben in der Kooperation mit Sonnenklar TV und Wie Europe, Wie Love Europe. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal wieder treffen würden, die Herren Tillmann. Vielen Dank, Herr Tengis, und danke natürlich auch an allen, die uns zugeschaltet waren und die hier zu Gast im Studio waren. Das war's. Vielen Herzlichen Dank fürs Einschalten. Und jetzt geht's bei uns weiter mit Europas Reisesender Nummer 1 und den besten Angeboten. Und nicht vergessen, ab 19 Uhr gibt's heute auch noch die Holiday Show live hier bei Sonnenklar TV. Vielen Dank an Sie. Tschüss danke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.